Hier sind die Heise Online News mit Isabel Grünewald. Erpressungstrojaner GantCrab treibt sein Unwesen. Der Erpressungstrojaner GantCrab hat es derzeit offensichtlich auf Windows-Computer in Firmen abgesehen und versucht, diese über den Anhang einer Bewerbungsmail zu infizieren. Vor allem Personaler sollten aufpassen und angehängte Dateien von Bewerbungen nicht ohne Prüfung öffnen. Mit dem alleinigen Empfang der gefälschten Bewerbungsmail passiert erstmal nichts. Im Dateianhang findet sich neben einem Bild ein ZIP-Archiv. Darin befindet sich der Erpressungstrojaner in Form einer Exe-Datei. Diese darf man unter keinen Umständen ausführen. Merkel will Digitalisierung sozialverträglich gestalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel will die fortschreitende Digitalisierung im Schulterschluss mit Wirtschaft und Gewerkschaften sozialverträglich gestalten. Crowdworking und Plattformökonomie veränderten die Art des Wirtschaftens und des Kontakts zwischen Kunden und Unternehmen sehr stark, sagte Merkel am Montag in Meseberg. Diese Art von Wertschöpfung dürfe nicht aus dem Land verbannt werden. Prekäre Arbeitsverhältnisse und die Abschaffung sämtlicher Regeln dürften damit aber nicht einhergehen, so Merkel. Kalifornien beschließt Netzneutralität. Auf den letzten Drücker vor Ablauf der Gesetzgebungsperiode hat das Parlament Kaliforniens die Netzneutralität in Gesetzesform gegossen. Es setzt die drei Gebote der Netzneutralität um, die die US-Regulierungsbehörde FCC im Juni aufgehoben hatte. Die Stimmmehrheiten für das Neutralitätsgesetz waren deutlich. Noch aber fehlt die Unterschrift von Gouverneur Jerry Brown. Er hat sich noch nicht festgelegt, ob er das Gesetz absegnen wird. Seoul verstärkt Suche nach versteckten Kameras. Die Verwaltung der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat angekündigt, die öffentlichen Toiletten der Metropole künftig täglich auf versteckte Kameras untersuchen zu lassen. Damit reagieren die Behörden auf heftige Proteste zehntausender südkoreanischer Frauen. Die illegale Installation von Kameras in WCs und Umkleidekabinen sowie die Verbreitung der Videos hat sich in den letzten Jahren zu einem großen Problem in Südkorea entwickelt. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.